Marienwürmchen. Marienwürmchen will reisen, will etwas erleben. Wozu hat es sonst seine Flügel bekommen? Es lebte bei einer alten Wanduhr. Dummer Schnack, schnarrte sie. Hier kannst du immer wissen, wie viel es an der Zeit ist. Was willst du mehr? Hölzerne Person, dachte Marienwürmchen. Was weiß die von der Welt? Ich will hinaus, ich will drehen Himmelsluft. Hoch flog's, so hoch es konnte. Der Himmel ist mir zu hoch, meinte es. Und es ist sehr zugig droben, ich werde lieber auf Erden bleiben. Aber oh weh. Grad in ein Vogelnest geriet's, gierige Schnäbel öffneten sich, es zu verschlingen. Zum Glück entstand Zank, da entkam's. Dacht ich doch nicht, dass es so gefährlich in der Welt wär, seufzte es und glättete seine zerknitterten Flügelchen. Komm zu mir, rief die Lilie. Ich schütze dich. Bei mir kannst du mitten in der Welt ruhig leben. Sicher, aber langweilig, sagte Marienwürmchen nach einer Weile. Ich will mehr sehen. Jetzt fliege ich zur Sonne. Ist nichts als ein Klumpenfeuer, brummte Herr Brummfliege. Verbrennst dir die Flügel. Komm mit mir, hab eine köstliche Suppe auf dem Herd, die wollen wir miteinander essen. Riecht das nicht herrlich? Es waren noch zwei Freunde da, sie setzten sich auf den Kesselrand. Komm doch, riefen sie, aber Marienwürmchen roch's bedenklich, und den Herren stieg der Dampf so in die Nase, dass sie das Gleichgewicht verloren und plötzlich alle drei in die heiße Suppe fielen. Pfui, meinte Marienwürmchen. Solche unsaubere Gesellschaft. Mit der mag ich gar nichts erleben. Weit, weit flog Marienwürmchen, bis an das Meer, das war grausig schön. Aber da lagen viele kleine Gefährten zerzaust, halb tot, angstvoll schrie es. Meer, du bist mir zu groß, um hier etwas zu erleben, ich bin ja so klein, so klein. Eiligst lief es davon, und die weißen Schaumköpfe brüllten ihm nach. Ermattet setzte es sich in einer Stadt auf eine Fensterbrüstung. Weißt du auch, wo du bist? Frug Frau Spinne, die ihr Netz drinnen hatte. Dies ist ein Museum. Hier kannst du viel erleben. Unser Professor setzt dich in Spiritus, dann wirst du berühmt und alle Welt starrt dich an. Aber Marienwürmchen hatte keine Lust, berühmt zu werden. Betrübt flog es von dannen. Gibt es denn für unser Eins gar nichts Hübsches zu erleben? Oh ja, sagte ein anderes Marienwürmchen. Aber führ uns nicht in der weiten Welt, komm, ich bringe dich in das Stübchen der Muhme Guteru, da erleben wir alle Tage etwas Schönes. Aber was war das? Daher war's ja ausgezogen. Dort stand die gute alte Wanduhr, sie schlug grad eins. Bumm, warst du dumm. Nun besorgen sie miteinander Muhme Guterus Fenstergarten, waren nützlich, zufrieden, erlebten auch alle Tage etwas. Wenn man Marienwürmchen ist, ist eben die weite Welt zu groß, und je stiller und enger der Kreis, in dem man lebt, je besser.